Heute geht es weiter, die 7 Days Suites, eine Tier 6 Mission, also Tier 5 mit Befallenen im verbrannten Wald. Den ersten Teil haben wir schon gemeinsam gemacht in der gestrigen Folge und heute geht es weiter. Ich weiß nicht, was mich erwartet, ich kenne die Mission noch nicht. Ich stelle deshalb einfach mal sicherheitshalber die Geschütztürme auf und mache mich weiter auf den Weg durch die Mission, durchs Gebäude. Und, wir sind im Tor. Wo sind wir? Kleine Welle, nichts Dramatisches. Die sind noch geladen, das reicht. Und dann gehe ich nochmal schnell durch. Das Wichtigste einsammeln. Oder das für mich Wichtigste. Ja, schön Drohne, wenn du sonst immer so leicht zu spaßen wärst, hätte ich fast gesagt. Wenn du sonst so leicht zu den Zugriff auf dich zulassen würdest. Jetzt habe ich es raus. Bögen und Sprengstoffe. Weil es ja doch manchmal die Drohne so hin und her zappelt, dass man sie kaum angepeilt kriegt. Ja, Magnum-Munition brauche ich jetzt eigentlich nie. Und hier nochmal Sprengstoffe. Stapel Schießpulver freigeschaltet. Das ist sehr schön. Das heißt, jetzt kann ich Schießpulver in größeren Mengen produzieren und dadurch kriege ich Rabatt. Jetzt muss ich mal gucken, wo es weitergeht. Hier definitiv nicht, aber da gibt es Loot. Kommt man dann von oben runter. Natürlich auch mit Werkzeug die Tür aufmachen. Hallo, Zombies, wo seid ihr? Draußen, ich hör's. My senses have picked up something. Schade, in dem Büro wäre es möglich gewesen, dass da ein Safe drunter ist. Also es ist grundsätzlich immer möglich. Den habe ich schon. Ja, irgendwo da draußen ist jemand. Und die Tür ist verschlossen. Ja, da kannst du lange gegen das Panzerglas schlagen, das sage ich dir jetzt schon. Vielleicht trödel ich aber lange genug rum, dann schaffst du es irgendwann. Ich nehme schon erstmal mit, was mitzunehmen geht. Weil auch hier wird es gleich. Lustig werden, hätte ich fast gesagt. Oder ist es gar nicht? Das Ding kann ich zerlegen. Ja, aber die kommen nie rein, Drohne. Die kommen definitiv nie rein. Das ist nämlich ein sehr stabiles Haus. Da geht's der Treppe hoch und jetzt haben wir sie getriggert. Ich brauche bloß. Hat er gespuckt? Jetzt hat er gespuckt. Und dann gehe ich zurück. Hier stehen meine Geschütztürme.
Gut, auch dieses Thema ist geklärt. Ach, dort bist du, warte. Steht noch einer daneben. Na, solange wieder nicht durch ist, kannst du nichts machen. So, die nächsten gehen auf jeden Fall nach oben. Der nächste Weg. So, ist schon wieder was aufgebraucht. Gucken, ob es hier unten trotzdem noch was zu holen gibt, was ich mitnehmen möchte. Hier gibt es Fahrstuhlschächte, alle verschlossen. Interessant gemacht, gefällt mir. Hoch. Oh. Gut, der ist kaputt gegangen. Wissen nehme ich mit. Ach, du bist noch da. Zack. Ich habe das Gefühl, dass die Abnutzung der Waffen deutlich zugenommen hat. Ich habe das doch vor uns erst repariert. Ich das Wasser eigentlich momentan auch nie mitnehmen brauche, ich habe genug. Ne, Bier. Bier mag ich nicht. Geht's doch hier weiter? Ich hätte gedacht, es geht die Treppe hoch, deshalb habe ich die da hingestellt. Ne, seht ihr, hier oben ist zu. Da geht's gar nicht weiter. Ist da irgendwo was? Ne. Weiter geguckt, ob auf dem Kompass noch was zu sehen ist. Hier ist entriegelt, hier ist verschlossen. Oh. Oh Mist. Oh, der war kurz vorm Explodieren. Der Polizist, ja, der Kopfzombie. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da auch zu nah dran steht. Das ist ungesund. Ja, Munition passt soweit. Alles klar. Ja, ich wollte bloß die Toiletten hier angucken. Und plötzlich waren da Leute drin oder Zombies drin. Und dann hat es natürlich kleine größere Welle getriggert. Hier sind auch noch Toiletten. Und Abfall. Sehr gut, weiter geht's hoch.
Sollte hier erstmal auch kein neuer Zombie auftauchen, so direkt. Aber ich denke auch, dass die Türme noch nie leer geschossen sind, von daher kann ich mir das auch hier jetzt erlauben. My senses have picked up something. Joa, Drohne, das passiert manchmal, dass deine Sensoren sowas machen. Naja, geht's weiter mit dem Gemetzel. Passt. Ja, die muss ich auch bald wieder reparieren hier, die Dinger. Die Geschütztürme. Hier wollen die durch, oder? Incoming enemies, prepare for conflict. Ich habe in der Küche ein bisschen mehr Essen erwartet, aber gut, das ist die Zombie-Apokalypse, wo soll das Essen herkommen? Noch jemand fragen? Nein. Oh, hier geht's weiter dann offensichtlich. Ja, wo war ich denn jetzt? Hier war ich noch nie drin. Ach ne, Kunststoff brauchst du nicht. Leg den Kunststoff mal wieder hin. Und schon wieder der nächste, naja. Das ist halt so. Oh, hier gibt's auch noch mal Nahrung. Die versteckten Schnapsvorräte? Na sowas. Naja. My senses have picked up something. Die Kiste noch, genau, hier geht's weiter. Ja, was hast du denn jetzt? Die Dinger kannst du mal essen. Die nehmen dir bloß Platz weg. Was hast du hier? Hühnchen. Thunfisch kannst du zum Kochen benutzen, die zerlege ich, das esse ich dann auch. Und Birnen kannst du auch essen. Und das muss ich dann mal schauen, was ich damit mache. Die Maiskolben esse ich auch. Und dann geht's mir gleich wieder gut hier. Geht's nach oben. Hier ist jetzt endlich der Weg in die nächste Etage. Hoch. Die sind verschlossen, die Türen. Okay, dann geht es offensichtlich gleich noch eine Etage weiter.
Also hoch ist ja das Haus auch insgesamt gar nicht. Blei. Blei brauchst du eigentlich nicht. Nee, lass es mal liegen. Handfeuerwaffenteile. Die nimmst du aber mit, da gucke ich dann später, was davon übrig bleibt, was ich davon gebrauchen könnte. Blei kriege ich bei mir in der Mine genug im Bergbau. Kann ich selber farmen gehen. I've got a bad feeling about this. Zum Glück überschaubar. Ich hatte hier nämlich noch nicht so richtig die Möglichkeit, einen Turm zu platzieren. Ich will jetzt auch nicht immer dann gleich durchs halbe Gebäude wieder zurückrennen. Das macht ja dann auch keinen Spaß auf Dauer. Manchmal kann man auch da oben noch was versteckt haben. Da bin ich reingekommen, alles klar. Ne, Blei und Stein nehme ich nicht mit. Tja, geht's hier weiter. Wie auch immer. Draußen über den Balkon. Ah ja, da ist ein Hebel, um die Tür zu öffnen. Da ist er. Mal sehen, was passiert. So was in der Art habe ich erwartet. Zum Glück überschaubare Anzahl. Ja, über den Balkon will er mich schicken. Na dann mache ich das. Okay, sie hat es jetzt hinter sich. Die anderen, die suchen einen anderen Weg. Das erspart mir den Balanceakt, weil die haben die Tür aufgemacht. Halt, hier wolltest du gar nicht hin. Die haben die Tür aufgemacht, deshalb brauche ich jetzt hier draußen nicht mehr lang. Den Stuhl kann ich noch mitnehmen. Hier drüben gehe ich jetzt nicht weiter. Na, und ich sollte jetzt eigentlich hier drüber laufen. Und die sind da innen lang. Durch die Holztür. Das und was zu trinken? Ja, trink's. Es regnet. Ja, schöne Anlage. Geladen habe ich, das ist wichtig. Haben sie den aufgeschlagen, den Weg, und hier geht es jetzt für mich weiter. Na, sind wir nicht alleine. Na, ja, hab ich mitgekriegt, Drohne. Was sind du eigentlich noch hier drin? Kann ich dir noch was stapeln? Ach, das Goldrunde hätte ich dir reinpacken können. Was fehlt denn hier? Die Munition. Ach, guck mal, hier ist auch noch Nahrungsmittelpakete. Die panzerbrechende Munition fehlt. Hier ist mal neu. Da habe ich also auch noch Nachschub, wenn es hier knapp werden sollte. Gut, weiter geht's. Rechts rum geht's nicht weiter. Dann links. Nee, andersrum. Links rum geht's nicht weiter. Also rechts.
Schau, wo ist jetzt der richtige Weg und wo ist eine Sackgasse? Sieht eher so, als ob es hier weitergeht. Dann gehe ich mal kurz hier drüben rein. Gut, offensichtlich gibt es das auch als Nachtmission. Da steht ein Generator. Eisenrohre zu Legestand gleich, die Nägel natürlich auch. Und das Elektrowerkzeug zerlege ich tatsächlich auch, weil ich davon genug habe. Und ich dann lieber hier die wichtigen Sachen mitnehmen. Sagt er und klickt das alte Papiergeld an, was nur wirklich keiner braucht. Ne? Das nehme ich mit, weil man es in größeren Mengen zumindest gibt es dann doch einiges an Geld dafür beim Händler. Ah, ja. Boah, geht's ordentlich zur Sache hier. Aber am Ende auch alles irgendwie relativ gut schaffbar. Wenn man sich nicht in den Sackgasse manövriert, so wie ich jetzt gerade, wo ich dann doch keine Ausweichmöglichkeit mehr habe. Jetzt war auch gerade das Zeichen für die Nacht. Es ist 22 Uhr, das heißt, es ist Nacht im Spiel. Sehr schön, komm ruhig. Was machst du? Kommt ruhig raus. Wie lange habt ihr jetzt in dem Fahrstuhl eigentlich gewartet? Wie viele Jahre, bis euch jemand erlöst? Schön aus. So ein leuchtender, mutierter. Okay, mysteriös. My senses have picked up something. Ohne, du stehst manchmal ganz schön im Weg. Gehen wir mal schnell die Kleiderständer durch. Das scheint ein kleiner Klamottenladen zu sein.
Ja, habt ihr keinen anderen Weg? Ihr macht schon wieder die ganze Mission kaputt, weil ihr euch stricken lasst, bevor... bevor ich gucke, wo ich hin muss. Ich meine, vielleicht sollte das ja so sein, dass die hier dann irgendwie im Verborgenen, im Versteckten, dass die dann mich von hinten irgendwann platt machen. Wer weiß das schon. Predigerhut 166, den nehme ich mit. Und das kann ich mal mitnehmen, falls es ein größerer Stapel wird, kann ich ihn verkaufen, ansonsten werde ich ihn irgendwann weg. Tja, und hier ist die Tür. Jetzt habe ich irgendwas aufgemacht. Leider sieht man immer nicht was. Möglicherweise aber hier hinten die Tür. Genau die. Da geht es dann weiter. Alles klar. So einfach kann es manchmal sein. Ja, mach die zwei Kisten noch auf. Und dann habt ihr selbst schon festgestellt, es dauert doch alles länger als erwartet. Deshalb muss ich noch eine Folge dranhängen. Ist nicht in einer Folge zu schaffen. Genau hier an der Stelle geht es beim nächsten Mal weiter. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.